Guten Tag und herzlich willkommen zurück in der The Crew Beta. Wir sollen uns in der Gang 510 einen guten Ruf erfahren und das machen wir jetzt einfach mal. Wir könnten natürlich einen Quick Coop machen oder wir könnten Solo. Wir gucken einfach mal, wie ein Quick Coop aussieht. Einfach mal testen. Mal gucken, ob die uns jetzt voll quatschen. Waiting for answer. Da scheint wohl niemand Bock zu haben. Oder doch? Diecast? Quick Coop aborted. Nobody accepted the invitation. Gut, dann mach ich das allein. Freunde. Dann mach ich das von mir aus allein. So. Ist mir auch Wumpe, ey. Okay, man verliert Punkte, wenn man einmal von der Strecke abkommt. Sprich, wenn man so eine Zwischensequenz hat, dass man irgendwo zu sehr reincrasht. Insofern müssen wir da mal gucken, dass uns das nach Möglichkeit nicht mehr passiert. Please. No showboating. You've got to finish in first place. Okay, wir müssen an Platz 1 abschließen. Aber mit unseren geilen Realms ist das kein Problem. Nur durch die Felgen werden wir auf Platz 1 fahren. So, Freunde, weg da. So. Schon mal an die Spitze gesetzt. Hossa! Alter, man muss sich echt erstmal richtig hier an die Autos gewöhnen, wie die sich handeln und so. Das ist echt ziemlich krass, muss ich sagen. Teilweise denkt man, oh, muss ich nicht bremsen. Und nix ist. Musste richtig bremsen. Und zwar vom Allerfeinsten. Oh, was ist denn hier los? Polizei? Willst du mich veräppeln? Sag mal, du bist doch hier FBI. Wieso? Man weiß es nicht. Ich hoffe mal, du hältst mir den Rücken frei, Madame. Ansonsten bin ich echt ein bisschen pissig, ehrlich gesagt. Sollen wir ein bisschen Nitro raushauen hier? Oh, mehr Bremsen. Vorsicht! Eieiei. Ich glaube, hier kann man gar keine Menschen überfahren. Insofern muss man da keine Rücksicht drauf nehmen. 8 Sekunden Vorsprung habe ich schon. Ich möchte einfach mal meinen, das ist okay. Das war nicht so okay. Das war eher blöd. 9 Sekunden Vorsprung. Was machen die denn da hinten? Knutschen die noch oder was? Und wieso? Die Autos, die Polizei interessiert sich irgendwie nicht so richtig für mich. Oh! Die sind um 5 Sekunden rangekommen? Um 5 Sekunden sind die rangekommen. Okay. Das ist aber kein Problem. Zack. Gewonnen, möchte ich einfach mal meinen. Ganz ohne Probleme mit links aus der Hose geschüttelt. Und wieder eine Bronze. Aber hier. Erstes im Part. Sehr gut. Auto-Equip. Mache jetzt einfach immer Auto-Equip. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Sachen besser sind. Ich denke mal, im weiteren Verlauf sind dann nicht immer die Dinge besser, die man so bekommt. Sondern da muss man dann tatsächlich ein bisschen vergleichen. Machen wir jetzt nicht. I know you. You should. The name's Troy. I'm the V2 around here. You want your 510 ink? I got some work around the way. Maybe I'll call you. Der klingt doch ein bisschen wie Carl von GTA, oder? Alex, you're on Troy's radar now. That's your key into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. Make a name for yourself, compete. Work yourself into that organization. I know how to do this, Zoe. You know how to drive, and that's why I chose you. But this is something else. Every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coburn and you closer to your brother's killer. Do you understand? I do. Then let's get to it. Juti, also wir müssen jetzt fröhlich Rennen fahren, damit wir uns hier noch weiter einen
besseren Namen machen in der Fav 10. Listen, let me tell you something. I've got a delivery for a special client. Special client? Are we gonna bribe a judge or something? Something like that. Okay, was müssen wir jetzt machen? Bin ich mal gespannt. Special Delivery? Drogen oder was? Oder Waffen? Drogen oder Waffen? Ich tippe auf Drogen. Nee, Waffen. Nee, Drogen. Hopp. Quick Coop. Nee. Hab keine Lust, da jedes Mal zu warten und dann kommt eh keiner. 12.500 Punkte brauchen wir. Huiuiuiui. What's your damage meter? When it's irgendwas? Okay, wir dürfen das. Wir dürfen also unser Auto nicht zerschroten. Ach so. Weil wir nicht unser Auto fahren. Be careful with her. You put a dent in the car, I put a dent in you. Okay. Schöne Aston Martin Vantage S. Ist doch mal herrlich. Traumhaft. Viel gut. Übrigens ein brutales Auto. Ich stand einmal in Berlin. Okay. In Berlin stand ich einmal daneben, als das Ding richtig aufs Gas als das Ding richtig abging. Also und da ist mir mal spontan fast das Trommelfell geplatzt. Das ist echt nur krass. Ah! Vorsicht hier. Ganz vorsichtig mit dem Auto. Ja, ich bin doch so vorsichtig, wie es geht, ey. Ups. Ach, das Damage Meter ist da oben. Ist noch überhaupt nichts passiert mit dem Auto hier. Dem geht's ja noch komplett gut. Weg. Wie lange haben wir noch Zeit? Noch eine Minute. Oh, oh, oh. Ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen, aber. Dope, who's this car for? You get 5-10 royalty through here all the time. B6s. I like to make them welcome with a gift or two. Grease the wheels a little bit. Well, what about the V8? You ever come through? Not yet. But when I get my V4, maybe he will. Oh, oh. Wieder kommt jetzt ein Auto, wieder kommt jetzt. Okay, kein Zug, das ist gut. Yeah, you go. It's just up ahead. Hey, what's keeping you? Traffic's hell. Be there any moment. Okay. Wir haben nicht mal die Hälfte der Haltbarkeit verloren. Jetzt sollte zumindest. Ne, vielleicht wird Silber. Vielleicht wird Silber. Ich glaube, ich habe mich gar nicht so kacke angestellt, oder? Gut, ein paar Kratzer hat das Auto schon, ey. Okay. Ein paar mehr Kratzer. One perk. Perks points earned. Okay. Silber. Woo! Tires Part 1. Ah, das ist Silber. Also, Auto-Equip. Watch the paint. Alles klar. Na, vielleicht werde ich ja sogar tatsächlich besser. Oder es lag am Auto. Ich muss einfach ein Auto für 150.000 Euro fahren. Okay, V6. Soon, boy, I'll be running this damn state. Then you get your ink and I'll get my own damn yacht. Okay. Hm. Also V6 sind und V4 und so weiter und so fort, wovon die da reden, das sind die verschiedenen Ränge sozusagen in der Gang. Hm. Mal gucken, wo wir uns hinarbeiten können hier in der Beta. Wo soll ich hin? Das sind anscheinend die alten Rennen, die ich schon gefahren bin, glaube ich. Sieht fast so aus. Da habe ich eben Bronze geholt. Und hier hinten können wir jetzt auch nochmal fahren. Gibt es hier noch irgendwie mehr? Hier unten können wir noch was machen. Wir machen erstmal hier. A little nudge. Set Waypoint. Fast Travel geht nicht, weil wir anscheinend den Bereich der Map noch nicht freigeschaltet haben. Dann würde ich einfach mal sagen, wir rasen da einfach mal so fröhlich da vorbei. Ist ja kein Problem in unserem kleinen Auto.
Aber fährt sich tatsächlich schon ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irgendwie da täusche. Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Drive fast and stay on the road. Your car is a wreck. Come back to HQ for repairs. Was? Das repariert sich doch von alleine. Niemals. Gold Medal. Die Gold Medal fährt da. Nein, dieses Ding lässt sich nicht durchfahren. Nur Bronze. Schade. Ah, wieder ein Part bekommen. Das finde ich gut. Was ich auch sehr geil finde, ist, dass man weiterfahren kann, während einem das angezeigt wird. Das finde ich ist echt gut gelöst. Ups. Wenn man neue Teile einbaut, ist klar, dass man ihn kurz anhält. Macht irgendwie sogar Sinn. New Wiki Page. Gut. Das Wiki lesen wir uns jetzt erstmal nicht durch. Haben wir Wichtigeres zu tun. So, 127, 130 Meilen pro Stunde. Das ist schon mal was. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 200 km/h knapp. Ist okay so in der Stadt. Some punk in a big ass truck has been muscling in on my turf. I need you to put him straight. Location's on your map. Ich möchte meinen, ich habe hier meinen Lenker genau richtig eingestellt, sodass wir fröhlich einfach durchdüsen können. Ohne dass hier irgendwas los ist. Oh, hier ist wieder eine Challenge. Was müssen wir machen? Jump! Nein! Oh! Ich fürchte, mein Auto ist kaputt. Warte mal, das mit dem Jumpen will ich jetzt aber mal machen. Kann ich das nochmal? Ah, Mist. Doch, hier. So, wrong way, ich weiß. So, jetzt hier mal kurz ein bisschen Anlauf holen. So, einmal die Bremse rein. Hier, zack. Und jetzt gib ihm. Mal gucken, wo wir da hinspringen müssen. Und mal gucken, ob ich das hinbekomme. So, wo ist die Sprungschanze? Da ist die Sprungschanze. Gold möchte ich einfach mal meinen, Freunde. Gold. Motorcore Part 1. Nehme ich auch sehr gern. Dankeschön. Vielen Dank. Hä? Nee, nochmal springen wir eigentlich nicht. Nee, nochmal springen muss nicht sein. Haben wir jetzt ja hinbekommen. So, weiter geht's hier. Auf unserer Mission. Wir sind auch schon fast da, möchte ich meinen. Ja, sieht's aus. So, hier immer um eine Kurve rum. Waren wir nicht ganz am Anfang auch schon mal? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Gut, die schönsten Straßen haben sich hier aber jetzt nicht ausgesucht für mich. Aber es ist schon echt faszinierend, wie groß das hier alles ist und wie doch detailreich, muss ich sagen. Obwohl man ja im Auto sitzt und eigentlich an den meisten vorbeirast, ist schon nicht schlecht gemacht. Wieder Solo, Quick Corp, will ich nicht. Your target's damage is displayed above the vehicle. Hit them hard to wreck them, okay? Take down the... Okay. Ich soll also jetzt die anderen Jungs hier zerstören. I left you a Rage Spec Off-Road Vehicle for this job. Get in. You see him yet? Yeah, I see him. Good. Now mess him up. Ist das ein Porsche? Das sieht ein bisschen aus wie ein Porsche. Take him down fast. Wie What's witzig. Okay, dann versuchen wir den mal irgendwie zu zerstören. Der ist momentan aber noch ganz schön schnell. Mein lieber Vater. Der geht gut ab, ey. You driven Raid before? Not for a while. Don't be afraid to throw her around, hit the bumps, push her. This ride can take it. Now bust that fool up. Okay. Das Auto hält eine Menge aus, wurde gerade gesagt. Dann gucken wir da einfach mal, ob dem tatsächlich so ist. Aber wir kommen irgendwie nicht richtig daran an den Sack.
So vielleicht. Nicht ins Wasser! Nein! Es geht aber steil nach unten da am Strand. 2 Minuten noch. Nein! Jetzt überhole ich ihn auch noch. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Das war ein Flugzeug, was ich da gehört habe. Ich habe schon gedacht, hey, wie hört sich der denn an? Uiuiui, das ist gar nicht so einfach hier. Vor allem eben, ihn irgendwie zu treffen. Weil das Auto ständig ins Schleudern kommt. Nee. Komm schon. Komm schon. Mann, jetzt komm. Jetzt habe ich kein Nitro mehr. Und komm nicht an ihn ran, ey. Das gibt's doch nicht. Alter, willst du mich veräppeln? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich krieg den nicht. Jetzt mal total ernsthaft. Mehr als voll drauf drücken kann ich doch nicht. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Also, ich muss sagen, das ist bisher die schwerste Mission hier. Das ist echt nicht so einfach. Ich versuche ihn ja zu kriegen, aber was soll ich machen, ey? Jetzt komm schon. Oh. Da ist er. Ne, das schaffen wir nicht. 20 Sekunden nur noch. Ich habe ihn noch nicht einmal berührt. Hör mal, sonst rase ich hier alle Autos kaputt. Aha. Ich sag mal so. Knapper geht das nicht. Bisschen komplett. Süß. Bronze. Wieder was bekommen. Bauen wir auch direkt ein. Huiuiui. Ich möchte einfach mal meinen, das war scheiße knapp. Ich bin dafür, dass ich eigentlich mehr Punkte verdient habe. Dafür, dass ich es so spannend gemacht habe. Are we done? Yeah. He definitely got the message. Nice. Nice. Later. Later. Ups. Schöne Unterboden, ey. So, was können wir als nächstes machen? Als nächstes können wir was Schönes machen. Und zwar... hier unten sind wir hin. The Fix. Set Waypoint. Könnten wir auch fast hintraveln, also wir könnten auch einfach da ganz schnell hin beamen, aber ich will mir das Spiel angucken und dementsprechend fahren wir da fröhlich hin. Police Watch. Sieht ja ganz gut aus, ne? Sind das jetzt 5 Sterne oder ist das kein Stern? Ich bin gerade nicht so schlüssig, aber ich glaube, es ist kein Stern, wie es aussieht. So, dann hier mal um die Ecke. Natürlich alle Zäune mitnehmen. Ist wichtig. Alle Planken des Zauns. Yo, I run a bunch of urban scrambles downtown. Problem is, people been winning too much, you know what I'm saying? Go balance the odds in our favor. We called the right guy. Ah, okay. Die lassen also Rennen fahren und die Leute, die nicht zur Gang gehören, die gewinnen wohl zu viel. Und jetzt sind wir der Profi quasi, der dafür zuständig ist, dass sie mal wieder verlieren. Kein Problem für uns. Wenn wir dann wissen, wie ein Navigationsgerät zu verfolgen ist. So, hier mal ein bisschen Speed drauf kriegen. Wollen nicht erst morgen ankommen, sogar sondern schon noch heute. Wäre schon ganz schön. Ups. Leicht tranchiert. Und da sind wir auch schon. Zack, einmal auf die Bremse. Und verpasst.
Rückwärtsgang rein. Natürlich immer voll durchtreten, sofort ist das Pedal, alles klar. Has invited you to a group, to a co-op mission. Accept. Wir accepten einfach mal. Watch the paint. Ah, Damage Meter mal wieder. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist jetzt das gleiche wie von vorhin? Das wäre doof, ey. Ja, es ist das gleiche von vorhin. Das ist natürlich schade, ne? Dass man da quasi dann nochmal das gleiche machen muss. Wenn man hier so eine Crew-Einladung annimmt. Was bringt einem das in der Mission eigentlich? Jetzt bin ich aber gespannt, wo hier der Unterschied ist. Okay. Inwiefern bringt mir das denn jetzt was, dass da noch jemand rumfährt? Ich würde einfach mal sagen, das ist ein Nachteil. Weil der gute Mann nämlich noch ein Hindernis mehr ist, das ist doch nicht wahr. Da biegt der Penner echt genau ab, ey. Einfach nicht zu fassen. Gut, also jetzt gerade hier sehe ich nicht so richtig den Sinn, hier mit, beziehungsweise, ja, mit jemand anderem zu fahren. Macht irgendwie wenig Sinn, das Ganze hier gerade, aber gut. Was soll's. Der einzige Vorteil, den wir letztendlich haben, ist, dass man irgendwie noch ein bisschen motivierter ist, weil es da noch jemanden gibt, den man eventuell schlagen möchte. Nicht nur die Zeit. Aber ansonsten... Nö, so richtig... Ne, ehrlich gesagt, so richtig sehe ich jetzt hier in der Mission zumindest nicht den Sinn des Ganzen. So, trotzdem noch geschafft. Nö. Den Sinn habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber gut. Okay, es ist halt wahrscheinlich so, dass man einfach dann mehr Punkte bekommt, wenn man als Erster abschließt. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Impact minus 1. Send to Headquarter. Möchten wir nicht einbauen. Returning to Free Drive. Hoffentlich dürfen wir jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das wäre ansonsten etwas ärgerlich. Gut, das kennen wir schon. So, jetzt sind wir in der Crew. Y, die Kleinen. Wie komme ich jetzt wieder aus der Crew raus? Crew? L? Gut, nee, will ich nicht. Ich will aus der Crew wieder raus. Wie komme ich denn jetzt hier aus der Crew wieder raus? Crew Roaster. Das ist klar. Friends, Session, All, Session. Ist ja gut, ey. Wie komme ich denn aus der Crew jetzt wieder raus? Ich habe absolut keine Ahnung, wa? Ich möchte nicht in der Crew sein.
Muss doch hier eigentlich irgendwo sein. All Crew Friends Session. Leave Crew. Na. So. Das war doch ganz einfach. Einfach mal lesen, wa? So. Wunderbar. Dann können wir jetzt ja, wo wollen wir hin? Map. Tolle Wurst. Natürlich sind wir da oben wieder rausgekommen. Vollkommen umsonst gefahren jetzt hier. Moment, nee. Ich möchte gerne hier zu The Fix. Und zwar Fast Travel. Da sind wir ja gerade schon mal hingefahren. Testen wir einfach mal ein Fast Travel. Na, das ging tatsächlich schnell. Das ist äußerst praktisch. Auf geht's, möchte ich meinen. Was müssen wir machen? Look out for dirt shortcuts. They could give you an advantage in this raid race. Dirt shortcuts? Hm. Schön gegen den Nissan. Yo, make sure you take unter anderem Ford Mustang. Ah, ich glaube, die haben einen kleinen Vorteil. Ich bin doch ein Straßenauto. Die Jungs sind irgendwie ein bisschen höher gelegt als ich. Kann das sein? Achso. Okay, ich muss das Rennen gewinnen. Das habe ich langsam verstanden. So, wenn ich das jetzt noch gewinne, dann weiß ich aber auch nicht. Don't let the name fool you. They're good all over. Yeah, I get that. They take the jumps better than street cars, so watch for shortcuts where you can use that. Hm. Kann ich hier lang? Ein bisschen konzentrieren jetzt mal hier. Hey, du Arsch. Okay, das ist ein Checkpoint. Wir haben den zweiten hoffentlich auch gleich. Okay. Puh, der erste wird allerdings noch ein bisschen schwierig, glaube ich. Verdammte Axt. Da wird man teilweise rausgetragen, das ist unfassbar. Oh, das ist ein Checkpoint. Okay. Finish. Nein, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht. Ah, shit. Fuck. Retry, ganz klare Sache. Ey, die werden wir mal jetzt richtig nackig machen. Jetzt weiß ich, wie das hier läuft. So, komm. Auf geht's. Vorsicht hier. Kommt viel zu sehr ins Schleudern gerade. Nein! Nein, hätte ich einfach weiter geradeaus. Hätte ich einfach weiter geradeaus fahren können. Ah, verdammt, ey. Okay, dich haben wir auch, mein Freund. Hoppa! Da hätten wir auch wieder eine Sprungschanze nehmen können.
Komm schon, wir müssen den Sack kriegen. Hier ein bisschen Nitro sparen jetzt. Und jetzt gib ihm. Yes, baby. Win. Schön. Ich freue mich. Und zwar so richtig. Na, werden wir dadurch besser? Nö. Send to HQ. Zack, Mission abgeschlossen. 4,5 Level haben wir mittlerweile. Das ist ja wunderbar. Oh, look at you. You're making a name for yourself on these streets, boy. Making my name too. Get back on the road. You got work to do. Hey, Alex. What's the update? Troy's got me running all over the place after him. Good. The more you do, the more he trusts you, the closer you are to your 510 Inc. Stay on it. Machen wir. Machen wir definitiv.